Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Allerdings, bevor diese Schifffahrt überhaupt losgeht, müssen wir erstmal zum Captain. Und dieser befindet sich jetzt gleich hier. Doch es passiert etwas. Ich zeige im Übrigen, ich habe wirklich nur die Pokémon geheilt, aber ansonsten nichts getan. Oh, 25 Minuten Luft, was geht eigentlich? Habe ansonsten nichts getan. Und bin dementsprechend, habe mich keinen Meter bewegt. Und ja, wenn wir jetzt zum Captain gehen. Ertönt die Musik von Gary. Sieh an, Ash. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Ash, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. 40! Holy shit. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Und das ist direkt mal natürlich die Kampfansage. Da ist er, Gary. Hat 40 Pokémon gefangen, aber nur 4 dabei. Loser! Ja, Gary setzt Tauboga ein, da hat sich nichts geändert. Er fängt mit einem Tauboga auf Level 19 an. Das wird mein Gyarados mit Level 22 auf jeden Fall schaffen. Und dann Ruckzuckieb fängt er auf jeden Fall mal an. Oh, direkt ein Volltreffer, uncool. Ja, aber das schafft er. Gyarados ist stark genug. Doppelter Schlag und Tauboga ist raus. Wunderbar. Radikal. Ja, da bleibe ich mal bei Gyarados. Das sollte eigentlich hinhauen. Oh, nur Level 16. Ja, so ein bisschen schwächer. Kommt noch mit dem Tackle daher, kann aber meinem Gyarados eigentlich nicht wirklich schaden. Gut. Kadabra! Ah, hey, das möchte ich auch als nächstes mitnehmen. Ja, was spricht eigentlich dagegen, Gyarados jetzt zu behalten? Trainieren wir ein bisschen Gyarados, komm. Kadabra mit Level 18 auch bis... Alter, one-hitted, wie krass. Kadabra hat halt null Verteidigung. Damit ist Gyarados auch Level 23. Alter, aber das ist schon krass. Und Bisaknosp kommt natürlich noch. Und da werde ich einen kleinen Wechsel machen zu Smetbo. Ja, aber Level 20. Also wir sind da, denke ich mal, sehr gut dabei. Es gibt noch die Konfusion, da sie sehr effektiv ist. Tackle. Damit kannst du mich nicht besiegen, Gary. I'm sorry. Und das war's für Bisaknosp und damit ist Gary ein weiteres Mal besiegt. Mist! Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Ja, ich trainiere. Du sollst mal nicht 40 verschiedene sammeln, sondern vielleicht mal 4 trainieren. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao! Also hast du ihn jetzt oder hast du ihn nicht? Ja, wahrscheinlich hast du ihn, weil du wirst gleich den dritten Orden haben. So, und da ist er, der gute alte Mann, der sich hier schön über dem Eimer übergibt. Boah, oh, das geht mir gar nicht gut. Ash massiert dem Captain den Rücken. What the fuck? Habe ich mir gedacht beim ersten Mal, aber okay. Rubbel, rubbel, schrubb, schrubb. Lecker, lecker. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Ganz klar, wenn mir schlecht ist, dann lasse ich mir auch den Rücken massieren und dann geht's mir wieder blendend. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's, nimm einfach das hier. Damit bringst du deinem Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider bei. Und da ist sie, die unsere erste VM. Jawohl, und die VM? Kann das jetzt auch gleich irgendjemand machen eigentlich? VM, sie enthält Zerschneider Pokémon beibringen. Nein, das ist schon mal schlecht. Keiner kann Zerschneider, das heißt, ich muss jetzt erst noch ein anderes Pokémon fangen, bevor ich zum Arena-Leiter Major Bob darf. Okay, also wir haben hier aber auf dem Schiff alles eigentlich erledigt, da dürfte nichts mehr offen sein. Weshalb wir jetzt auch direkt abhauen. Und das Schiff wird sich jetzt auch gleich von uns verabschieden. Gibt ja nichts mehr zu tun. Dödöd. Dem Captain geht's ja wieder gut. Er ist nicht mehr seekrank. Und kann deswegen mit der MSN endlich verschwinden. Bye bye. Es war schön. Auf dem Kreuzschiff, gell? So, damit ist es endgültig weg. Und... ja, wir haben jetzt leider keine andere Wahl. Wir müssen jetzt ein Pokémon fangen, das den Zerschneider lernen kann. Das nehme ich ihn da jetzt am Anfang mit. Ja, ich lasse... das ist gerade, das war eigentlich zu stark. Nehme ich mal...
Medbo mit. Du hast doch noch einen normalen Angriff, oder? Tackle. Ja, dann dürftest du eigentlich noch ein Pokémon fangen. Da gehen wir einfach jetzt mal Richtung Route 11. Das ist Route 11. Mit einem Trainer! Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Na, ich habe ja gar keine andere Wahl. Also, Teenager hat einen Retter, dann machen wir Konfusion, dann ist die Sache hier gelaufen. So, wunderbar. Aber viel wichtiger ist, ich brauche ein wildes Pokémon. In Route 11 haben wir Habitak, Traumato und Sandan. Rettern gäbe es auf der roten Edition. Und da ist ein Traumato. Aber ein Traumato will ich ehrlich gesagt nicht haben. Das kann Zerschneider auch meines Erachtens gar nicht lernen. Bist du ein Trainer? Versuch dein Glück gegen mich. Ja, ist er. Oh, der Spieler. Huiuiui. Er hat ein Quapsel. Cool, ein Quapsel. 25. So, Sepa auch besiegt. Ich will eigentlich jetzt so einen Sandan. Oh, da ist es ja. Sandan müsste Zerschneider doch können, oder? Schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Oder kann Sandan Zerschneider? Ich weiß es nicht. Ich fange es jetzt einfach mal. Werden wir schon sehen. Pokéball. Wunderbar, Sandan wurde gefangen. Dieses Pokémon ist eine Maus. Dieses Pokémon lebt in trockenen Gebieten unter der Erde. Es jagt jedoch an der Erdoberfläche. Ich möchte Sandan keinen Spitznamen geben. Und kann hoffen, dass er das jetzt lernt. Ich meine mich aber zu... die VMs kann man im Übrigen unendlich oft benutzen, im Gegensatz zu den TMs. Deswegen steht da auch nicht mal eins. Ja, wusste ich doch. Sandan kann das. Dann wird Sandan jetzt hier mein VM Pokémon. Na, irgendein musste missbrauchen für die VMs. Das hilft ja alles nichts. So, und dann haben wir die Möglichkeit, jetzt glaube ich, wäre es sinnvoll, nochmal die Pokémon zu heilen. Weil ich werde natürlich hier ein bisschen Probleme kriegen. Ich meine, wir haben eine Donner, also eine Elektro-Arena vor uns. Und ja, wir haben jetzt nicht gerade, also es sieht nicht gerade gut aus. Ich meine, wir haben zwei Wasser-Pokémon und ein Flug-Pokémon. Das heißt, Knuddeluff muss hier die Arena eigentlich rocken. Aufgrund der Tatsache, dass alle anderen sehr anfällig sind gegen Elektro. Also bin ich sehr froh, dass ich das gute Knuddeluff dabei habe. Und hier, damals war es noch nicht möglich, den Busch anzuklicken, sondern man musste es noch aus dem Inventar rausmachen. Mega anstrengend. Aber okay. Wir kommen jetzt endlich rein in die Arena. Major Bob. Hey, warte, du bist Champion SB. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Er ist Experte für Elektro-Pokémon. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Hehe, mein Team besteht aus drei Vierteln aus Wasser- und Flug-Pokémon, ne? Paralyse kommt auch oft. Ja, das wird auf jeden Fall eine harte Kiste für Knuddeluff. Mal sehen, ob wir das packen. Hier, Major Bob, Sieger Gary. Und ja, dann besiegen wir erst einmal die Trainer. Das hier ist kein Spielplatz. Ja, das ist mir soweit bewusst. Matrose setzt Pikachu ein. Ja, das Ding muss Knuddeluff auf jeden Fall alleine machen. Alle anderen werden riesige Probleme kriegen. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Du bist der Rocker. Yeah, ein Rocker. So, gegen Voltoball. Magnetilo. Das dürfte interessant werden. Na, solange es nicht Magneton ist, geht's eigentlich. Und auch hier sollte ich das noch packen. Ist die Frage, packt Knuddeluff den auch noch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich riskier's mal. Major Bob war mein Ausbilder. So, Gentleman. Eins Pokémon ist ein Pikachu. Level 23. Oh, das wird eine interessante Arena. Ja, das packen wir, oder? Ja, locker. So. Hier geht es im Übrigen nicht durch. Da müssen wir ein Rätsel lösen. Dieses Rätsel machen wir gleich. Vorher werde ich aber in jedem Fall nochmal mein Knuddeluff heilen. Weil ansonsten werden wir hier kein Land sehen. Bin mal gespannt, ob wir überhaupt eine Chance haben, weil mein Knuddeluff down ist. Ist natürlich auch schade, dass ich die komplette Arena jetzt mit Knuddeluff machen muss. Aber ich meine, ich habe ja gar keine andere Wahl. Also, was soll's, ne? Die anderen Arenen können wir dann wieder schön abwechslungsreich gestalten. Aber hier bei der Elektro-Arena werde ich keine andere Wahl haben. Ich könnte jetzt noch meinen Sandan trainieren. Dann hätte er ein Problem, weil
Elektrizität ist natürlich gegen Boden-Pokémon. Na, da ist er mir dann hilflos ausgeliefert. Aber ich glaube nicht, dass ich das dann jetzt dafür extra trainiere. Wir gehen in die Arena. Hätte natürlich jetzt noch... Ich könnte mein Abra theoretisch jetzt auch noch holen. Müsste genug sein, damit es jetzt zum... Das wäre vielleicht eine Idee. Weil ansonsten... Ich weiß nicht, Major Bob... Das ist mir zu riskant. Vielleicht packt's Knuddeluff. Ich hole jetzt mein... Abra vorher noch. Ich speede einfach den Weg, das passt dann schon. Weil dann habe ich nämlich noch ein Kadabra als kleine Stütze. Dann fühle ich mich auch ein bisschen sicherer. So. Schauen wir mal. Einmal nach oben, bitte. Einmal nach unten. Oh, ich werde nochmal. Gibt nochmal einen Kampf. Wann lernt Knuddeluff endlich mal was Neues? Das gibt's ja gar nicht. So, ich hoffe, du bist jetzt nochmal 2 Level gestiegen. 4 Level! Hammer! Hammer! 500 Poké-Dollar gebe ich gerne ab. Boah, 5 Level, ey. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber hätte ich nie so schnell verbessern können, weil du darfst nicht vergessen, es hat ja nur Teleport. Und es hat weiterhin nur Teleport. Aber das ist wurscht. Denn, oh, das könnte hinhauen. Das ist richtig nice. Also 5 Level, während wir auf der MSN waren. Das hat sich definitiv gelohnt. So, jetzt schauen wir mal. Genau, wir machen das nämlich alles einfach hier. So, ich kann leider mit Abra nichts machen. Ich muss wechseln. Es geht nicht anders. Es wird jetzt ein bisschen wahrscheinlich dauern, je nachdem, wie viel Punkte Abra noch braucht. Das sind halt jetzt auch nicht die Über-Pokémon, so von wegen erfahrungstechnisch, aber wir machen das jetzt noch schnell. Wenn wir das speeden, dann ist das nicht so wild. Das geht dann schon. Ihr seht es ja selbst, das geht mega fix. Dann haben wir Abra auf Level 19 und dann sollte es auf jeden Fall zum Kadabra werden. Und dann müsste Kadabra ja eigentlich auch mal was anderes lernen, weil ansonsten stehe ich ja hier absolut kacke da. Dann bringt's mir auch, dann bringt mir auch Kadabra nichts, wenn er nichts lernt bei dem Aufstieg. Aber muss er einfach, genauso wie Garados, muss der einfach was lernen vorher. Oder lag es daran, dass Abra in der Pension war? Lernen die da vielleicht gar nichts? Das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht lernen die da nämlich einfach nichts dazu in der Zeit. Vielleicht lernt Abra jetzt auf Level 19 trotzdem was. Egal, ob es jetzt ein Kadabra wird oder nicht. Jetzt hat Kadabra Level 19. Jawohl, Abra entwickelt sich. Und aus Abra wird Kadabra. Geil, dann haben wir noch ein Level 19 Kadabra dabei. Das ist auf jeden Fall nice. Wenn er jetzt noch eine Attacke lernt, wäre das mega fett. Er lernt echt nichts. Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt? Ich sollte... Also, ich kann kein Kadabra mit, hier Teleport mitnehmen, dann kann ich es auch einfach gleich sein lassen. Das ist echt schlecht. Hm. Ja, haben wir. Kann ich dem da irgendwas beitragen? Ist eigentlich echt Quatsch. Ich schaue jetzt mal, ob es auf Level 20. Was bringt mir denn das? Schauen wir mal, ob ich eventuell mit etwas Glück auf Level 20 was krieg. Das dauert jetzt nochmal eine Minute, das ist aber nicht so schlimm. Das geht wunderbar schnell, das ist absolut geil. Mein Smith ist auch irgendwann mal down. Das heißt, ich muss da auch mal irgendwann aufpassen. Hier, Mauzi, brauchst du mir gar nicht kommen, gibt keine Erfahrungspunkte. Taubsi auch, Alter, Level 10, da flüchte ich. Lohnt sich gar nicht zu wechseln. Level 10, er gibt mir 30 Erfahrungspunkte vielleicht. Ja, hier, oh, das ist nice. Knuffenser Level 50, 15. Ja, 90 Erfahrungspunkte, sowas will ich lesen. Jetzt muss ich aber mal wechseln. Ach, Knuddeluff kann wirklich langsam mal was sammeln, eine neue Attacke lernen. Hallo, trifft es auch irgendwann mal? Was geht denn eigentlich? So, Shillok. Komm, Level 20 Kadabra.
Das wäre es schon nice. Oh, ich will jetzt... Ah, ne. Falsch. Sorry. Ich würde so gerne einen Simsalar haben. Wird aber wohl einfach nicht möglich sein. Oh, Mauzi, wirklich. Mal Biss, genau. Wir haben ja jetzt Biss, nicht mehr Tackle. Dann ist das eigentlich auch gar nicht so schlimm. Jetzt müsste man doch eigentlich langsam mal hier... nochmal wieder ein Level haben, oder? Jawohl. Aussetzer! Aussetzer? Was war denn Aussetzer? Initiative und Spezial ist ja geil, aber was ist ein Aussetzer? Keine Ahnung. Mal sehen. Naja, es ist jetzt halt das Notfall-Pokémon. Ich hab's jetzt dabei. Ob wir es jetzt benutzen müssen oder nicht, werden wir sehen. Ich kann ja, just for fun, kann ich ja Kadabra sogar am Anfang reinstellen und dann gleich mal Aussetzer testen. Ist halt blöd, dass man damals noch gar keine Infos eigentlich hatte, was die Attacken sind. Das war damals ja noch gar nicht so. Also da brauchtest du dann schon gewisse Infos. Das hätte ich auch Sandan eigentlich noch trainieren können eigentlich. Na, jetzt ist wurscht. Jetzt ist wurscht, wir probieren das jetzt. So, ich muss erstmal das Rätsel lösen. Und zwar hier in diesen Mülleimern ist irgendwo ein Schalter. Wo war denn der? War der nicht hier? Oder hier? Nein, also das ist absolut random. Du musst alle Mülleimer durchsuchen. Und irgendwo ist ein Schalter, der öffnet dann die Tür, ein Teil der Tür. Aber man muss beide öffnen. Ach, natürlich ist es, finde ich es ums Verrecken nicht. Es ist immer der letzte, oder wie? Oh, really? Das ist ja wohl ein Witz. Es ist echt das letzte. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt und das zweite ist immer direkt daneben. Was? Na, das hätte auch der sein können. Also, Chance war 50-50. Jetzt darf ich nochmal suchen. Das ist doch zum Brechen. Oh, okay. Hilft alles nichts. Jetzt sag mal nicht, dass ich wieder den letzten erwische. Das kann nicht sein, so viel Pech. Ah, okay. Jetzt haben wir nur leider 3 Chancen. Naja, super. Super, na, es waren 3 Chancen. Es ist immer ein Müllding daneben. Aber wenn man natürlich 3 Chancen hat, ist das richtig mies. Ich hatte eh schon das Glück, dass ich jetzt am Anfang nur eine 50-50 Chance hatte. Komm, jetzt mach ich mal das drunter. Jawoll. Die mechanische Tür hat sich geöffnet. Und wir kommen zu Major Bob. Ist Knuddel vorne? Nee, Kadabra haben gesagt, ne? Hey Kleiner, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben mir meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Holy shit. Major Bob fängt an mit einem Voltoball. Level 21. Okay, das wird interessant. Mal sehen, was Aussetzer kann. Ach, da wird ein Move wird da blockiert. Das ist ja jetzt echt nicht so geil. Teleport. Bringt natürlich auch nichts. Wir sind ja in einem Trainerkampf. Gut, also Kadabra kann ich schon mal nichts mit anfangen. Aber ich sehe, wenn ich das richtig sehe, dann packt der Typ bisher keine Volt-Attacken, also keine Elektro-Attacken aus. Das heißt, ich riskiere jetzt einen Blick auf Shillock. Er zieht aber echt viel ab, gell? Und mache Blubstrahl. Ja, bleibt Ultraschall. Ist eine Normalattacke. Aber zieht auch irre viel ab, Mann. Irre viel. Gegenwart wird nicht mehr blockiert. Er bleibt aber Ultraschall. Ja, würde ich auch. Die Attacke ist endmächtig. Schau das mal an. Wie mein Shillock hier halb drauf geht. Egal. Shillock besiegt Voltoball. Kadabra, man, ja gut, er hält natürlich... Pikachu kommt. Da wechsle ich jetzt auf Garados erstmal.
Vielleicht packt er das ja. Garados Biss. Ich meine, du bist doch stark. Yes! Garados ist einfach mächtig. Und als nächstes kommt ein Raichu, die Entwicklung von Pikachu. Und da werde ich jetzt auf Nummer sicher gehen und Knuddeluff einwechseln. Alter, Riesenvieh. Knuddeluff gegen Raichu. Pfund! Da gibt es das erste Pfund und... Ja, macht's nicht schlecht. X-Tempo. Dann wird er immer wird er jetzt zuerst angreifen. Shit, das Gesang hat nicht geklappt. Oh, da kommt der Donnerschock. Aber macht nichts. Okay, so Gesang klappt nicht, dann scheiß drauf, dann machen wir jetzt Pfund. Dann besiegen wir das jetzt einfach. Ich meine, ich denke mal, solange er jetzt hier nicht heilt, ja, dann ist das jetzt auf jeden Fall der Donnerorden für mich. Schön, Raichu ist down. Also eigentlich alles halb so wild. Knuddeluff erhält Erfahrungspunkte, Knuddeluff erreicht Level 27. Wunderbar. Ash besiegt Major Bob. Kann ich mitleben. Wow, du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Hübsch. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Ach, das dauert noch ein bisschen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. Dein Rucksack ist voll. Toll. Warte mal, kann ich hier nicht irgendwas einsetzen? Bonus-Ticket kann jetzt eigentlich weg. Supertrank. Top-Trank, Ether, TM, was war das nochmal? Ach, Erholung. Ei, braucht eigentlich auch kein Mensch. Ah, ich mach das jetzt einfach so. Ne, es bringt mir gar nichts. Das bringt mir ja gar nichts. Ach, scheiße, ich muss nochmal zurück. Die TM muss ich natürlich mitnehmen. Muss ich jetzt gleich mal zum PC gehen und mir ein bisschen Platz schaffen. Weil ansonsten ist es ja kacke. Weil ich glaube, er gibt mir nämlich Donnerblitz und das kann ich definitiv richtig geil verwenden. Das könnte ich nämlich meinem Knuddeluff geben. Und dann geht Knuddeluff nämlich richtig ab. Dann habe ich nämlich auch eine Elektroattacke. Das wäre richtig, richtig fett. Sowas kann ich ihn auf jeden Fall nicht gebrauchen. Bootsticket. Kann weg. TM kann weg. Und Sonderbonbon kann weg. Und die VM kann eigentlich auch weg, weil Sandan bleibt erstmal. Gut. So, dann heilen wir auch gleich noch. So, dankeschön. So, jetzt holen wir uns noch die TM ab und ich sag's euch, Donnerblitz wäre für Knuddeluff ends nice. Dann wird Knuddeluff so ein geiles Pokémon eigentlich. Weil es kann echt viel lernen auch. Und hat auch eigentlich sehr geile Werte. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Unterschätzt kein Knuddeluff. Auch wenn es vorher ein Pommeluff war. So, der Donnerorden, was weiß man? Du bist ein besonderer Junge, nimm das hier. Ashell TM 24. Donnerblitz, genau. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Aber ich meine eben nicht nur Elektro-Pokémon, sondern auch mein Knuddeluff. Ist das so oder ist es nicht so? Garados kann es WTF als Wasser-Pokémon. Könnte Garados Donnerblitz lernen. Das wäre für Platscher natürlich auch nice. Aber ich glaube, ich bleibe bei Knuddeluff, weil nachdem mir das sowieso nicht wirklich was lernt. Aber Garados wäre halt auch so verdammt nice. Nee, ich bring das Knuddeluff bei. Knuddeluff lernt mir nämlich nichts. So sieht's nämlich aus. Knuddeluff jetzt mit Donnerblitz richtig fett. Dann ist das Knuddeluff nämlich jetzt bitter, bitter böse nice, sag ich euch. So, jetzt kann eine Flugarena kommen von mir aus. So, es wird jetzt folgendermaßen laufen. Wir machen hier eine kleine Überlänge-Folge, wie ihr gerade seht. Denn ich möchte jetzt nochmal zurück zur Pension gehen. Denn nachdem ich mit Kadabra absolut nichts anfangen kann mit seinem Scheiß-Aussetzer, muss ich warten, bis er ein Level erreicht hat, wo er eine gescheite Attacke lernt. Und nachdem das noch ein bisschen dauert, kann er sich gerne wieder in die Pension verzupfen. Ja, mach das mal. Lass mal den Kadabra hier.
So, und wir gucken irgendwann mal wieder vorbei. So, das war's jetzt. Wir begeben uns jetzt nochmal nach Orania City und ja, machen dann mit Route 11 weiter in der nächsten Folge, denn dann geht es langsam aber sicher in eine ganz bestimmte Stadt, nämlich Lavandia. Aber davor können wir auch noch die Dicta-Höhle eigentlich mal angucken. Ich würde sagen, ihr lasst euch einfach überraschen, mit was wir uns auf den Weg machen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.